Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn dank der krassen Community ist es mittlerweile fast schon Tradition geworden, dass wir am Dienstag ein Gewinnspiel starten, was dann am Montag im Livestream aufgelöst wird. Manchmal kam das von mir aus, wo ich exklusive Shinies verlost habe oder Accounts, die ich hochgezogen habe und zur Unterstützung weitergegeben habe. Manchmal aber auch eben von den Zuschauern, die einfach mal ein legendäres da verlost haben und gesagt, sie möchten da was abgeben für Leute, die keins bekommen haben. Oder eben auch Leute, die Accounts abgeben, die sie nicht mehr spielen, die ich in der einen Woche dann nochmal ein Stück hochziehe und aufwerte, ohne überheblich zu klingen. Letztens geschehen bei Taubsi2Go, dessen Account wir ja von Level 22 auf 35 gezogen haben in einer Woche. Jetzt habe ich vom Thomas einen bekommen und der Thomas ist auch ein richtiger Ehrenmann, wie ihr seht. Er hat mir nämlich einen roten Account gegeben auf Level 29 und damit möchten wir jetzt das gleiche machen wie sonst auch. Ich werde dann natürlich jeden Tag den täglichen Raid Pass verbrauchen, werde einen Level 5er Raid machen, werde da jeden Abend Geschenke machen. Ihr seid gefragt, ich bin gefragt, wie arbeiten wir zusammen? Bisher hat das immer gut geklappt, sodass er auch mit seinen Glückseiern, Forschungen, Raids und Geschenken, Freundschaftsaufstiegen so harmoniert, dass der vielleicht Level 35 müsste locker drin sein, Level 36, vielleicht sogar Level 37, dass wir, wenn wir den am Montag verlosen, der vielleicht sogar Level 37 ist, 38, ich weiß es nicht. Das liegt an euch, wie gut ihr mitarbeitet. Level 35 ist aber erstmal das Ziel. Ich möchte euch den Account jetzt erstmal kurz zeigen, was euch erwartet, was ihr bekommt, wenn ihr mitmacht und wenn ihr den gewinnt. Der Account heißt Mein Shiny Riolu. Und läuft mit einem Carbador. Das ist also auch sehr coole Sache. Mein Shiny Riolu, Team Gelb, Team Rot, Level 29. Und dann haben wir hier ein paar Statistiken, die sind jetzt nicht so interessant, sage ich mal. Besuchte Pokestop 649, Startdatum 14.04.2020. Das seht ihr, der ist jetzt nicht so alt. Es gibt Leute vielleicht, die spielen von Anfang an und sind gerade mal Level 29, aber ihr seht, mittlerweile hat man es so gut eigentlich zu leveln und schnell voranzukommen. Dann haben wir natürlich hier ein paar Arenen, wir haben ein paar Orten dabei. Ihr könnt vieles natürlich noch selber machen. In erster Linie nehmen die Leute sowas ja auch immer als Raid-Unterstützung oder traden sich Shinies rüber oder treiben anderes Schindluder damit. Das Gute ist, damals als ich den Ramses Support Account, nee, den Ramses Kitchen Account rausgehauen habe, konnte man damit sogar Pokestops einreichen, weil der einfach ein 40er war, beziehungsweise mit den Freundschaftsaufstiegen, die noch drauf waren, konnte man die 40 dann voll machen. Jetzt, was will ich euch eigentlich zeigen? Mein Shiny Riolu, okay, Carbador. Was ist denn interessant? Der Trainercode zum Beispiel, wenn euch das interessiert, weil ihr müsstet den ja jetzt adden und mir helfen, wie immer, die krasse Community, dass wir den hochziehen. Hier ist also der Trainercode 52863964175 und ich hoffe, es klappt wie immer, dass ich da viele Freundschaftsanfragen drauf bekomme, dass ich dann immer, wenn ich einen 5er Raid mache, ein Glücksei anmache, dann gleich 30 Geschenke öffne für Stufe 1, dass es jedes Mal 6000 gibt, dass der schön ordentlich voranzieht. Ich versuche auch dann immer jeden Abend 100 Geschenke rauszuballern und wir Stufe 2 bei den aktiven Leuten noch erreichen. Manchmal werde ich Stufe 2 auch löschen, um wieder neue Stufe 1 mit reinzunehmen. Wundert euch da nicht, es ist alles nur zum Support, zur Unterstützung, dass der hochgezogen wird, das ist nichts Persönliches. Also nochmal der Trainercode 52863964175. Jetzt gucken wir mal rein kurz. Pokémon hat er jetzt 286 von 300, Items 331 von 350. Da habe ich gestern die ganzen Tränke erstmal weggeschmissen. Ihr habt hier noch 8 Glückseier, Rauch. Die Glückseier werde ich etwas verbrauchen. 51 Sonderbonbons sind noch drauf, ein paar Bälle. Nimmt man mal mit, 12 Lokmodule. An den Lokmodulen werde ich nichts machen, die habt ihr also dann da drauf, genauso wie das Gletscher-, Moos- und Magnetmodul. Das gehört alles euch, die brauche ich nicht. Ich schmeiße nur immer die Bälle und die Tränke alle weg, damit ich eben in Ruhe Geschenke machen kann. Jetzt aber das Wichtigste, wir gucken uns gleich mal die Legendären an und die Pokémon allgemein. Aber schauen mal auf die Schillernden, weil euch das am meisten interessiert. Und ich kann euch jetzt schon sagen,
Es gibt nur ein schillerndes Pokémon auf diesem Account, ist aber nicht weiter schlimm, denn es ist einfach ein Shiny Mewtwo aus der Quest damals mit Psychostoß, gefangen in Gera. Das ist also sehr cool. Wer noch kein Mewtwo hat, wer noch kein Shiny Mewtwo hat, es kann euch gehören auf jeden Fall. Finde ich aber sehr cool, gerade auch mit Psychostoß, Psychoklinge. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, denn viele wollen den ja nicht zum Ausschlachten. Viele wollen den ja zur Hilfe haben, zur Unterstützung für ihren großen Account. Und da kommen wir jetzt dazu, was haben wir denn sonst noch drin, wenn wir nach WP sortieren? Ihr habt hier Wetterboost Reshiram zweimal drauf. Ihr habt Terrakium zweimal, Demeteros, Zekrom. Weiterhin nochmal Reshiram. Die müssten sogar relativ gut sein. 2302 kann ich euch hier mal zeigen. Ihr seht, boom, das ist ein 98er. Einfach genauso hier wie beim Reshiram auch ein 98er. Das sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Da sind auch 60 Bonbons drauf. Hier sind 159 Bonbons drauf. Ihr könntet euch sowas also sogar auch hochziehen. 394.000 Staub. Da könnt ihr trotzdem einiges schon mit anstellen. Ihr habt Sonderbonbons noch 50. Ich glaube, wenn ich damit fertig bin, haben wir bestimmt so 100 Sonderbonbons, irgendwas, keine Ahnung. Dann, was haben wir noch dabei? Also viele sagen ja, Reshiram, Zekrom, ah, habe ich nicht bekommen, konnte ich nicht machen. Der hat relativ viele gemacht da in letzter Zeit. Ihr habt auch Ho-Oh dabei, ihr habt Latios dabei, Viridio, Metagross ist eins drauf, Darkrai sind hier dabei, Kyurem hat er auch schon ein paar gemacht. Hier auch ein 2035er, das ist ein 96er, aber auch wieder richtig gut mit 15, 15, 13. Nimmt man also auch gerne mal mit. Dann wieder Demeteros, Latias, Latias, Giratina, die fliegende Made mit den Füßen. Dann hier aber auch nochmal Groudon, Viridium, hier ein Lucario, was auch ein 98er ist. Perfekt für die Superliga, 100.500 mit Konda, Aurasphäre. Ich sehe gerade, es ist sehr vieles tot, einfach nur Friedhof. Da schaue ich, dass ich etliche belebe und wenig sterben lasse. Rexblisser, Absol, Relaxo, stehen immer auch die Werte hier dran, bei denen die einigermaßen gut sind, ne? Könnt ihr also hier alles mitnehmen, Aerodactyl, Porygon erlöst, haben wir auch hier drauf. Ist das gut? Ja? Wir gucken es uns mal an. Nö, ist nicht gut, aber es ist erlöst. Dann kleines Gesocks untenrum, aber ich glaube, das Interessante ist wirklich immer der obere Bereich. Wenn Leute jetzt kommen und wollen Raids machen, ihr könnt mit einem Level 25er Reshiram oder Zekrom, die ihr einfach mit in den Kampf nehmt und drauf haut, schon ordentlich Schaden mitmachen, wenn ihr sonst an sich nicht so viele Sachen habt oder nicht so gut seid. Deswegen nutzt das. Geh nochmal hoch hier. Ich weiß nicht, wenn der Beutelplatz zu gering wird, würde ich wahrscheinlich, weil Reshiram hat ja eh schon so viele Bonbons, würde ich wahrscheinlich noch ein paar Bonbons beim Zekrom reinpacken, damit ich wirklich, falls ich Coins bekomme, die nicht für den Beutelplatz nutze oder den Itemplatz, sondern damit ich die nutze, um ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Sehr gut. Auf jeden Fall wird an dem Account noch ein bisschen was gemacht, ne? Aber ihr habt jetzt eigentlich schon coole Pokémon drauf, auch gerade Reshiram, Zekrom und das Kyurem, dass ihr davon drei richtig gute habt von den IV-Werten, euch selbst da ein bisschen Bonbons reinstecken können da was hochziehen, habt ein bisschen Staub drauf, habt ein paar Raid-Hilfen hier dabei, habt einen Shiny Mewtwo dabei, habt ansonsten auch noch andere Legendäre dabei. Das sieht meiner Meinung nach eigentlich sehr gut aus. Also danke nochmal an den Thomas, ne, der das ermöglicht hat. Ich zeige euch jetzt auch nochmal den Trainer-Code, dass ihr den adden könnt. Der steht auch nochmal in der Beschreibung dann dabei. 5286 3964 1785. Also helft mit, addet den fleißig, dass wir den hochziehen können. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Hashtag, den ihr eingeben müsst, damit ihr gewinnt. Und auf Bitten von Thomas ist das Gewinnspiel zwar wieder am, ist die Auflösung zwar wieder am Montag im Livestream, aber diesmal erst 21 Uhr. Ihr macht also mit, indem ihr den richtigen Hashtag hier reinschreibt, den zeige ich euch gleich noch, und müsst am Montag im Livestream dann dabei sein. Das haben wir ja jetzt bei dem Shiny Pikachu mit dem Ballon auch so gemacht. Ihr müsst dann
im Livestream, wenn ihr gezogen werdet, euch kurz bemerkbar machen, weil manchmal sind da so viele Fake-Accounts drin, auf die man dann ewig wartet. Der Gewinner von dem letzten Account hat sich bis heute nicht gemeldet und wir haben das dann einfach an den Zweitplatzierten rausgegeben. Also Montag, 20 Uhr ist wieder Chill mit Ramses Livestream, aber 21 Uhr am Montag ist erst die Verlosung. Wir werden also eine Stunde Videos gucken, labern, chillen, alles mögliche und 21 Uhr, er hat auch selbst gesagt, um euch noch ein bisschen zappeln zu lassen, erst 21 Uhr ist dann die Verlosung und fragt nicht noch 100 Mal nach, hey, wann verlost du denn den Account und sonst was. Einfach zuhören und dann weiß man das, alles wunderbar. Jetzt kommen wir noch zum Hashtag, der ja wichtig ist, damit ihr den Account gewinnt. Er hat gesagt, ich kann einfach den Namen nehmen von dem Account. Wie gesagt, der Account heißt Mein Shiny Riolu. Und ich würde sagen, wir nennen den Hashtag auch so Mein Shiny Riolu. Den blende ich nämlich jetzt hier ein. Den schreibt ihr einfach unter das Video und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Mehrere Kommentare werden natürlich rausgefiltert, ganz automatisch dann von diesem Random YouTube Comment Picker Programm. Ihr braucht also nicht 100 Mal drunter schreiben, es reicht einmal. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Glück. Ich werde mein Bestes tun, den noch ein bisschen zu leveln, da noch ein Raid zu machen, da die Geschenke aufzumachen, da rauszuschicken. Wieder mal Stress pur, alles Mögliche, gerade wo man mal nichts zu tun hatte mit anderen Sachen. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses, beziehungsweise zur Spotlight-Stunde heute um 18 Uhr. Könnt ihr auch wieder einschalten, da sind wir auch wieder da und werden ein paar Zubat fangen.